Sie sollten noch ein Tier der Tierart anschaffen. Was? Wow. Ich habe doch hier... Hä? Wieso habe ich hier keine Mülleimer? Das geht mal gar nicht. Ja. Nee, nicht mitten auf dem Weg. Ich will da runter. Alter. Na gut, dann... Was geht denn mit denen ab? Okay, der ist jetzt wirklich nicht mehr ganz so sauber. Nee, warte, den brauchen wir nicht. Hallo? Was ist das denn? Jungs, hier ist ein Mülleimer. Eieiei. Bräuchten einen Platz zum... Ja, das machen die ja. Liegt überall Müll? Ja. Ja, hier unten, ne? Das ist echt krass. Überall Müll. Ja, und überall sind Mülleimer hier. Blauer Pfau schon wieder. Ist abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Gut. Mitarbeiterbereich. Vielleicht kann man da dann besseres Essen für die Tiere machen. Wieso sind die noch? Wieso sind die alle hier draußen? Ist ganz okay. Wie die immer noch meckern über das Gehege Nummer 5. Oh. Ja, die sind alle hier drin im Trocknen. Sehr günstig. Ja, aber naja. Also lieber meckern die nicht rum, als rummeckern. Ne? So. Ich glaube... Ah, das ist wieder hier zurückgesprungen. Sehr schön. So, noch viele denken... Ja, das ist ja schön für sie. Die sollten sich aber nicht beschweren. Quarantäne, ja, das stimmt. Das ist zu Besuch. Was? Zu Anforderungen. Freilassen. Lass ein Exemplar in die Wildnis frei. Ich könnte Pfaue freilassen. Bepflanzung ist fast zu viel, aber für mich nicht. Ja, nee, das bleibt. Das ist quasi mein Hauptraum. Was? Da mache ich mal ein Glas. Ist der Stress in Ordnung? Ja, ist voll in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Lass mich halt das so günstig machen. Ah, endlich! Uiuiui. Aber die haben, denen geht's ja jetzt hier gut, ne? Denen geht's doch gut. Bonus der Arten. Aber ich schaue trotzdem mal, was wir bekommen haben. Oh, Fotokäfig. Wahrscheinlich das da. Art.
Springbock. Okay, doch nichts. Okay, alles klar. Nochmal. Also, ja, ich weiß das. Ich weiß das. Lass mich halt. Ja, dann mache ich es halt auf 8 und, ja, 4. Ja, 5. Meine Güte. Dann lass mich halt. So, gut. Wie sieht's denn mit Finanzen aus? 9000 plus. Das ist doch wunderbar. Gut, unsere kleine Insel ist auch super dran. Super, super, alles gut. Oh, toll, Regen. Ich glaube, da klebt er an meinen Schuh. Ja, ich hoffe mal, dass hier unten dann bald aufgeräumt wird. Was stehen die da? Warte mal. Wie viele Zoopfleger? Ja, wir haben zu wenig Zoopfleger. Hier, mach mal hier sauber. So. Viele, ja, ich habe schon erhöht. Das müssen die erst noch schnallen hier. Okay. Nochmal Steppenzebra. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt Neues für die, warte, Mitarbeiter nicht, sondern Gäste. Imbissladen, genau, den haben wir. Hotscot. Warte, jetzt machen wir mal hier das. Warte, machen wir mal kurz Pause. Und hier kommen dann nochmal Hotscot und warte, Infos. Balloons haben wir ja, ne? Ja. Soda. Und Chief Beef haben wir. Gobble. Genau, das haben wir auch. Dann Hot Squad machen wir hier rein. Warte, dazu müssen wir das da, glaube ich, markieren. Ja. Also. Hot Dog Squad. Super, und nochmal Info Center. Aber was soll der Info Center da drin? Egal. Mach ich trotzdem. So, gut. Dann hole ich mir nochmal zwei Verkäufer. Verkäufer hier und Verkäufer da. Gut, und Verkäufer du machst. Gleich hier bei Anstellung, ne? Tobi. So, du bekommst das da und Mitarbeiterraum. Das ist dann Hotdog. Ich wollte gerade Dog mit CK machen. Eieiei. Und du bekommst Arbeitsplatz, Info, Center und den da. Das nenne ich dann Info. Wunderbar, ne? Gut. Ja, dann let's go. Und dann machen wir. Oh. Ich wusste gar nicht, dass da automatisch welche drin sind. Ach krass, cool. Wieder was gelernt. Aber die anderen, schmeiße ich trotzdem nicht weg. Die bumsen ja darum, das ist ja super. Abgeschlossen. Super, super, super. Sehr schön. Springbock ist jetzt auch ziemlich am Schüsseln. Dann könnte ich mal schauen, ob ich nicht irgendwo nochmal, warte, wie geht's denn, warte, mit wem vertragen die sich denn? Ja, du bist sehr hübsch, aber
Mit wem vertragt ihr euch? Mit Kaffern. Genau, die Büffel könnte ich mir holen. Oder sogar Strauße. Netzgiraffen wird nicht klappen, aber ich hole mir mal zwei Strauße, weil die werde ich mir wahrscheinlich noch leisten können. Warte, bitte aber mit beiden Geschlechtern und der Preis ganz am Anfang. Oder ich hole mir Warzenscheine, aber Warzenscheine sind so, die gibt's überall. So, Strauß, der ist schlecht, der ist so lala. Der ist schlecht, der ist schlecht. Afrikanischer Strauß, der ist nicht gut. Ja, ist doch schön. Also, wieso wird das rot angekreidet? So. Dann machen wir es mal so. Dann, da fängt schon an. So, also 30, uiuiui. 30 kann ich mir nicht leisten. 15. Nope. 30, 20. Nope. 15. Der ist gut. Annehmen. Verlegen. Hier. Oh, ich bin so verlegen. So, sehr schön. Dann habe ich nicht aufgepasst, was das war. Das war, glaube ich. Warte, ich mach mal. Ich warte mal, bis der ankommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen war. Das war, glaube ich, ein Männchen. Nee, ein Weibchen sogar. Hallo! Ja. Schau, die brauchen einen richtig großen Bereich. 7000. Aber läuft? Gut. Wie groß ist eigentlich die Population, die sie haben wollen? Warte. 1 bis 8. Also ein Männchen und 7 Weibchen. Also ich brauche noch ein Männchen, bitte. Dann machen wir gleich den Filter an. Filtern. So. Ja, für 180, ne? Ja, ist klar. Ich habe jetzt noch 7. Oh je. Oh je, oh je. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht fündig. Bei 7. Ich muss halt jetzt hoffen, dass ich... Warte mal. Ich muss halt schauen, dass ich irgendwie die Jungtiere hier verkaufen kann. Aber das ist halt alles noch Jungtier, ne? Die ist ausgewachsen. Das ist das Alpha. Okay, Lebenserwartung 50, Fruchtbarkeit 66. Genau, das ist das Männchen. Was ist... Okay. Nee, das ist dein Vater. Jetzt hör mal auf. Tschüss. So. Uiuiui. Das war doch der Daddy. Stromquelle versagt. Dann... So. Kampf um Alpha-Status ist vorbei.
Gut, also. Dann muss ich hier. Oh. Ja, nice. Schön. Dann. Straußen. So, warte, ich mach mal kurz Pause. So. So. Gut, also hier können wir ein Tier. Schon wieder. Warte, was bist du? Du bist so ein Mittelmaß, ne? Aber fruchtbar bist du ganz, ganz gut. Ja, vor allen Dingen Attraktivität ist echt gut. Wieso kämpfen die? Das sind Mutter und Tochter. Oh Mann. Gut, den geht's wieder gut. Attraktivität ganz gut, also so Mittelfeld. Ihr hatte doch Trillinge, oder? Dachte ich. Warte. So, ich muss mal kurz schauen. Ja, okay, die hatten nur zwei. Alles klar, gut. Okay. Dann der. Der wird dann, ich weiß nicht, ob ich den verkaufen soll. Oder frei. Warte, Research Trade Center. Genau, den könnte ich handeln für. Ja, handeln für 20 oder freilassen für 19. Aber der ist doch viel besser als die anderen. Warte mal, ich schau mal kurz. Okay, der ist Gold. Okay, ich schau mal 22. Ey, komm, der ist doch viel schlechter als meiner. 40. Kann ich? Kann ich nicht das handeln? Ah ja, okay. Uiuiui, nee. Warte, der ist ja relativ fruchtbar. Das heißt, ich kann 40 verlangen. Ich kann, glaube ich, 40 verlangen, weil der ist mittel, gut. Sehr gut. Entschuldigung, ich schau noch mal. Der ist schlecht. Der ist gut. Ja, 44. 35. 34. Ja, okay. Ja, die sind da schon seit einer Stunde drin, ne? Okay, dann verkaufe ich den für, sagen wir mal, Handeln. Für, nein. Für 35. Ich glaube, das ist fair. Handeln. Okay. Gut.
dann Alpha-Status-Kampf. Ja, das muss so bleiben. Das lassen wir so. Geldautomat ausgefallen. Techniker rufen. Warte mal. Hier ist nur ein Techniker unterwegs, ne? Warte mal, da schaue ich mal kurz. Techniker. Steppe, Arbeits... Bereich 5. Wo ist denn der gerade? Oh. Hä? Warte mal. Nee, du. Du hast V. Warte, beziehungsweise Flamingo. Ja, okay, ich hol mir noch einen Techniker, meine Güte. So. Flamingo. So, gut, also. Geldautomat ist ausgefallen, das weiß ich. Transformator versagt, das weiß ich auch. Forschung abgeschlossen, das weiß ich jetzt. Ey, ich habe goldene Zebras. Juhu. Super. Was haben wir jetzt die Zebras bekommen? Da bin ich mal neugierig. Die Reibeding, ne? So, Gehege 8, ganz okay, Gehege 4, ganz okay, Gehege 5 und 9, perfekt, Sauberkeit. Ja, ist nicht so gut. Gut, Steppen, Zebra. Uiuiui, Futterspender hängend. So, Reibesäule. Futterspender Fass. Warte, dann machen wir das da mal weg. So. Ja, ist gut. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Oh Gott. Es ist so krass, dass die Macher von Planet Zoo sogar jedem Zebra eigene Muster gegeben haben. Ja, kannst dich reiben. Komm, reib dich. Ja, tut gut, ne? Schön am Hintern kratzen. Bist echt eine Hübsche. Und ja, ganz in Ordnung. Ja, ich weiß, der wurde schon angefordert. So, ist wirklich klein. Da dreht wohl jemand durch. Schon wieder Alpha-Status. Das sehe ich nicht. Die pennen doch gerade. ich finde es komisch, dass die gegen ihre Mutter so rumwettert. Ja, ist nicht ganz... Ey, Junge oder Mädchen.
Wie alt werden die denn? Warte, die sind stark gefährdet, ne? Die werden bis zu... also 10 Jahre, dann sind sie steril. Ah, hier, 11 Jahre. Okay, sie ist 8,6 Jahre. Okay, alles klar. Ja, nee, die schlafen gerade. Jetzt lass sie in Ruhe. Warte. So. Miau, miau, miau. Viele, ja, okay, dann mache ich es halt teurer, meine Güte, wenn die sich beschweren. Soll es mir recht sein. So, 10 Euro. Genau. Warte, was? Warte, ich hab mir doch nicht... Warte mal, ich hab mir... Warte, Pause, Pause, Pause. Ich hab mir doch nicht zwei Männchen geholt. Habe ich mir etwa im Eifer des Gefechts zwei Männchen geholt? Nein. Die sind... Doch. Das da habe ich gekauft. Das da habe ich gekauft. Das da habe ich... Nee. Na cool. Dann ist... ja. Dann haben die Kinder bekommen und ich habe es nicht gecheckt. Alter, ich check hier gar nichts. Ja, ich will mal kurz schauen. Wahrscheinlich ist das auch wieder so. Ein Männchen und 25.000... Ein Männchen und 34 Weibchen. Na schön. Dann wird mal... Vor allen Dingen, Alter, der ist halt Gold. Alter, ist das genial. Gut. Aber wie alt ist der? Ja, der ist halt auch Gold, ne? Wie sieht der aus? Fruchtbarkeit ist nicht ganz so toll. Aber da ist es toll. Ich lasse die noch ein bisschen zusammen. Und, warte, ich nenne die jetzt mal um, weil das ist echt blöd. Steppe. Und das da sind die Wildhunde. Nee, Windhunde, ne? Warte, ich lasse mal so. Wildhund, doch, wild. Gut, die sind wild, deswegen heißen die so. Kau, kau, kau. Gut, dann... Ja, es geht uns sehr gut. Also 11.000 Durchschnitt. Und ich glaube, der Müll ist jetzt auch wieder weg. Super. Genau, hier, das wollten wir ja noch umdekorieren, dass es ein bisschen annehmlich aussieht. Aber es ist schon cool. Also, ja, so eine Plattform mitten im See ist das schon... Ja. Gut. So, ein Schirm her. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Gut, dann würde ich sagen... Warte, wir machen noch ein... Oh, hier. Ich will auch mal. Lass mich auch mal, du. Ich will... Come on. Jetzt will ich kacken. Aber ich will auch mal daran. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, die beiden scheißen noch drauf. Gut. Genau, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Strauß. Wo ist denn unser Strauß hin? Unser Sträußlein? Wo ist denn... Ah, da. Genau. Den geht's ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ja, okay. Der ist es gewohnt, alleine zu sein.
Da will ich einmal kurz schauen, wie groß die Herden werden. Ein Männchen und 7 Weibchen. Okay, also auch nicht so groß. Das ist ganz in Ordnung. Gut, dann, ja, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ah, warte, eins machen wir noch. Eins machen wir noch kurz. Und zwar, wir haben ja hier einen frischen neuen Vogel drin. Wo ist das? Da. Genau, ja, wahrscheinlich bei Beobachtung und bla bla bla. Gut, das machen wir dann hier hin. So. Und so und bisschen. Hey. Ich will den noch drehen. Dann drehe ich halt so. Und dann M für hier. Und Strauß. Super. Gut. Dann jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sizuwa ka tena.